Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 322 vom, ich gucke auf die Uhr, 8. Februar 2023. Ganz herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf die politische Woche hierzulande und in der Welt, so uns die Ereignisse interessieren und wir sie für relevant halten. Mein Name ist Philipp Banse. Und ich bin Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Der Philipp ist Journalist und wir freuen uns, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid bei der Lage der Nation. Wir haben ja am Anfang immer unsere Hausmitteilung und diese Woche ist es wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke für die vielen, vielen Menschen, die sich entschlossen haben, die Lage der Nation mit einem Abo zu unterstützen. Denn wir haben ja ein Modell, wo man unter plus.lagedernation.org monatlich ein paar Euro in den Hut werfen kann und damit unabhängigen politischen Journalismus unterstützen kann. Genau, denn das kommt manchmal, für uns ist das selbstverständlich, aber die Frage kriegen wir trotzdem häufiger, ja, wie finanziert ihr euch denn? Und das sind im Kern vier Säulen, die halt sehr, sehr unterschiedlich weit ausschlagen. Also einmal ist es natürlich Spenden. Es gibt viele Leute von euch, die überweisen einfach Geld. Technisch sind das keine Spenden, sondern einfach Überweisung. Zuwendung, Überweisung. Ja. Ich habe da noch nie nachgezählt, aber das sind durchaus einige. Also auch mal vielen Dank dafür an dieser Stelle. Dann ist es natürlich Werbung. Das hört ihr und diese Werbung könnt ihr eben loswerden, wenn ihr ein Plus-Abo klickt. Und dann habt ihr auch ein Transkript und eine Kurzfassung auf rund die Hälfte eingedampft. Und dann gibt es halt auch nochmal die Lage live. Das sind so die vier Säulen. Und je nachdem, wie die Lage so insgesamt ist, tragen diese Säulen halt in unterschiedlichem Ausmaß zur Finanzierung dabei. Aber Abonnenten, Abonnentinnen sind das Fundament. So viel kann man mal sagen. So viel kann man sagen und deswegen ein herzliches Dankeschön. Und wenn ihr euch das leisten könnt, sind ja auch nicht ganz einfache Zeiten, freuen wir uns, wenn ihr euch auf plus.lagedernation.org ein Abo klickt. Unser erstes Thema muss wahrscheinlich leider diese Woche das Erdbeben in der Südtürkei und im Grenzgebiet zu Syrien, Nordwestsyrien sein. Ihr habt das alle mitbekommen. Das ist eine Naturkatastrophe, ja, wie wir sie lange nicht gesehen haben, zumal nicht in der Türkei. Da gab es also ein Erdbeben, ungezählte Häuser, 11.000 ist immer so die Rede, wurden zerstört. Ist natürlich jetzt wenige Tage nach dem Erdbeben schwer zu ermessen. 8.700 Tote sind gezählt. Ja, wobei die Zahl auch stündlich steigt. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich, wirklich keine sehr mutige Prognose zu sagen, dass die Zahl sicherlich fünfstellig werden wird. Man muss dazu wissen, die Türkei liegt einfach in einer Erdbebenregion. Da stoßen zwei Platten, wie das so schön heißt, aneinander. Und deswegen hatten auch WissenschaftlerInnen schon seit langem mit einem neuen starken Erdbeben gerechnet. Und das ist jetzt eben in der Nacht auf den Montag vorgekommen. Und es gab eben nicht nur ein Beben, sondern auch viele Nachbeben, sogar bis heute immer noch kleinere Erdstöße. Ja. Die Zerstörung ist ganz schrecklich und das Ganze fällt eben auch noch in den Winter. Das ist das große Problem. Also muss ich vorstellen, da sind natürlich viele Menschen unmittelbar getötet worden. Viele Menschen sind aber auch einfach verschüttet in zusammengestürzten Häusern. Und jetzt läuft da einfach ein Wettlauf gegen die Zeit, denn diese verschütteten Menschen, die verdursten natürlich irgendwann, wenn sie nicht spätestens nach 3-4 Tagen was zu trinken bekommen oder sie erfrieren einfach, weil es draußen um 0 Grad kalt ist. Teilweise gibt es da sogar Schneestürme. Das heißt also, da muss man einfach sagen, da läuft ein Wettlauf gegen die Zeit und die Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen. Ja, ich kann das auch so ein bisschen noch nachvollziehen, also auf eine andere Perspektive, weil ich irgendwie vor 20 Jahren oder so bei so einem Erdbeben mal jedenfalls in der Türkei war, da hat es auch so ein Erdbeben gegeben, nicht ganz, glaube ich, dieses Ausmaß, aber das war schon schockierend zu sehen, wie Leute einfach ja vor dem Nichts standen, wo ihr Haus einfach in Trümmern war, sie hatten Angehörige verloren und hatten vielleicht noch ein, zwei Möbel retten können und gerade Syrien ist ja wirklich, also da wohnt das Elend gerade auf so vielen Etagen, Bürgerkrieg und ein Terrorregime und bewaffnete Milizen und kein Staat und nun auch noch das Erdbeben. Man kann sich das Elend da wirklich kaum vorstellen und wir haben uns natürlich gefragt, was wir hier in der Lage damit machen können und ja, de facto können wir halt nur hier sitzen, alles Gute wünschen, hoffen und spenden, vor allen Dingen insbesondere Geld spenden. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Natürlich haben jetzt Menschen überlegt, können wir dann jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, Klamotten für Kinder packen oder so, und da sagen uns die Menschen von den Hilfsorganisationen, das ist natürlich auch sehr lieb und nett, aber Sachspenden kommen hier einfach zu spät, die Logistik ist zu kompliziert, um die Materialien in die Türkei zu bringen mit Grenzabfertigung und so. Deswegen bitten Hilfsorganisationen einfach nicht um Sachspenden, sondern insbesondere um Geldspenden, weil man dafür dann eben die Hilfsgüter kaufen kann, die gerade gebraucht werden. Ja, weil sie damit natürlich viel flexibler sind. Die können dann halt selber entscheiden, was wird gebraucht und dafür das Geld eben einsetzen. Nicht immer ist ein Sofa das Richtige, was jetzt vor Ort gebraucht wird.
wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass so eine Naturkatastrophe, so eine Katastrophe manchmal durchaus öfter erhebliche politische Kräfte auch freisetzt. Und wir dachten, es könnte vielleicht mal ganz interessant sein, diese Dynamik dieser politischen Plattentektonik zu skizzieren, die da durch diese Katastrophe jetzt in Bewegung kommt, einfach nur mal so, ja, so ein bisschen listenartig, weil das ja doch facettenreich ist, ohne da jetzt einen Strich abschließend Bilanz drunter zu machen. Aber es sind schon so einige politische Sachen in Bewegung gekommen, die einen überraschen. Zum Beispiel sieht man jetzt doch eine sehr erfreuliche internationale Solidarität mit der Türkei. Gerade auch Staaten, mit denen die Türkei sonst eine ganze Menge Konflikte hat, engagieren sich hier. Also zum Beispiel kommen Hilfslieferungen aus Griechenland. Die beiden Staaten sind sich ja ansonsten alles andere als grün. Gibt viele Konflikte um Land, teilweise um Gas, um die Verteilung von geflüchteten Menschen und so. Aber wie gesagt, auch Griechenland engagiert sich. Genauso Schweden. Schweden hat ja gerade mit der Türkei Stress, weil die Türkei den NATO-Beitritt Schweden blockiert, jedenfalls bisher noch, und engagiert sich jetzt aber sehr bei der Hilfe, hofft wahrscheinlich auf ein türkisches Entgegenkommen. Und selbst Russland versucht hier quasi so ein bisschen auf weiße Weste zu machen. Ja, genau. Die sind natürlich da auch involviert und helfen zumindest in Maßen. So ist das so zu lesen. Vielleicht, wie gesagt, auch in der Hoffnung, zumindest da wieder ein bisschen internationales Renommee, etwas Anerkennung zurückzugewinnen. Aber auch innenpolitisch hat dieses Beben durchaus eine Wirkung, wird wahrscheinlich eine Wirkung haben, denn in der Türkei regiert Erdogan und da stehen im Mai Wahlen an, so ist das zumindest jetzt geplant, und Erdogan kämpft eben um seine Wiederwahl. Und natürlich gibt es eine Opposition, ein breites Bündnis, hat sich da geschmiedet, so mehr schlecht als recht, die sind sich aber in vielen einfach nicht einig, haben nicht mal einen richtig guten gemeinsamen Kandidaten bisher auf die Waage gebracht, und da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ja, wie wird denn dieses Beben, diese Wahl, so sie denn im Mai stattfindet, beeinflussen. Tja, also einerseits gibt es natürlich enorme Kritik an der unzureichenden Prävention. Wie gesagt, die Türkei ist als Erdbebenrisikogebiet seit langem bekannt. Das heißt also, eigentlich müsste man dort erdbebensicher bauen. Aber wie man jetzt sieht, sind viele Gebäude ganz offensichtlich nicht erdbebensicher gebaut gewesen. Dafür spielt sicherlich Schlamperei eine Rolle, Sparmaßnahmen beim Bau, aber eben auch Korruption. Denn insbesondere öffentliche Gebäude sind eingestürzt, Schulen, Krankenhäuser und so, obwohl natürlich da strenge Regeln gelten für erdbebensicheres Bauen. Und der Vorwurf ist jetzt, dass die Regierung Erdogan einfach mit der Bauindustrie gekungelt habe. Das ist also so eine Industrie, mit der Erdogan seit immer eigentlich enge Beziehungen unterhält und die nicht hinreichend kontrolliert habe dabei, dass sie eben tatsächlich die Gebäude auch erdbebensicher bauen. Andererseits ist die Katastrophe aber für Erdogan natürlich auch eine Chance. Ja, natürlich. Also das ist häufig so, wenn dann Regierende die Möglichkeit haben, ihre mediale Präsenz und das Geld, was einem so zur Verfügung steht, als Machthaber oder Machthaberin in dieser Katastrophe einzusetzen, um sich da als Macher, als Retter zu inszenieren. Das hat nicht zuletzt Gerhard Schröder vorgemacht, als er da beim Elbhochwasser war. Genau. Gerhard in Gummistiefeln auf dem Elbdeich. Ne? Auf dem Elbdeich rumgestiefelt ist und da auch viele öffentlichkeitswirksame Punkte hat sammeln können. Diese Chance hat natürlich jetzt auch Erdogan und wir müssen abwarten, ob er diese Chance für sich nutzt oder nicht. Aber natürlich ist auch Syrien davon betroffen, haben wir gesagt, nochmal in einer ganz anderen Liga, weil es da eigentlich keinen Staat gibt und gab nicht vor dem Erdbeben und natürlich jetzt erst recht auch nicht. Einen großen Teil der Gebiete, die vom Erdbeben betroffen sind, herrscht die Opposition, die ist zum Teil auch zerstritten, das sind dann bewaffnete Banden. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, lässt der Diktator Assad Hilfslieferungen in diese von der Opposition besetzten Erdbebengebiete durch, ja oder nein? Bisher eher nein. Und das sieht so ein bisschen so aus, als würde er diese Chance durchaus begrüßen, dass er die Opposition da verrecken lassen. Das ist die traurige Wahrheit. Ne? Es sieht so aus, als wenn Assad die einfach verhungern, verdursten, erfrieren lässt. Aber das kann in gewisser Hinsicht auch nicht verwundern, denn er hat ja die Menschen in diesen Gebieten früher auch schon mal mit Giftgas traktiert. Ja. Ne? Das ist also für ihn leider Gottes nur eine weitere Chance, die Opposition zu schwächen. Zu unserem nächsten Thema. Der neue Verteidigungsminister, Herr Pistorius, ist relativ überraschend nach Kiew gefahren.
der macht ja auf den ersten Metern einen ganz guten Eindruck. Es ist jetzt im Vergleich zu seiner Vorgänger auch nicht so wahnsinnig schwer. Also die Latte lag quasi auf dem Boden, ne, nach der Performance seiner Vorgängerin. Aber ich denke auch, also man muss das einfach anerkennen. Boris Pistorius macht eigentlich einen ziemlich guten Job. Ich finde vor allem auch so diese Aufgabenverteilung ganz gut. Wie gesagt, Olaf Scholz gibt den Zauderer und auf der anderen Seite versucht Boris Pistorius so ein bisschen in verteidigungspolitischen Themen jetzt den Macher zu geben. Und wovon ja auch Scholz profitiert. Wovon, ja genau, das ist ein bisschen so die Aufgabenverteilung. Dann kann man halt immer sagen, naja, Pistorius greift durch, versucht irgendwie aktiv zu werden und Scholz kann dann irgendwie den Besonnenen geben, wie gut das funktioniert. Nächste Frage, aber wie gesagt, Boris Pistorius jedenfalls war diese Woche in Kiew und er hatte rund 100 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 im Gepäck. Ja, das sind ältere Panzer, das sind so die ersten Panzer, die in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. In den 60ern. In den 60ern, die sind jetzt hier in der Bundeswehr zumindest nicht mehr aktiv, aber es bleiben einfach Panzer und auch die Russen sind ja mit schwerem Gerät aus den 60ern im Start. Da ist es, glaube ich, eher die Masse, die es macht. Und 100 ist ja schon mal eine Ansage. 20 sollen irgendwie bis zum Sommer geliefert werden, die restlichen 80 dann zum Winter. So ist der grobe Zeitplan, würde ich sagen, ja. Richtig und gut, hoffentlich klappt's. Ja, man muss natürlich sehen, alles in allem ist es schon relativ langsam. Ne? Also es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die russische Seite jetzt eben uralte Panzer aus den Depots holt und wieder fit macht. Und die haben eben einfach Hunderte, wenn nicht Tausende in der Hinterhand. Das heißt also, ich würde schon denken, der Westen lässt sich da ein bisschen zu viel Zeit. Der Westen hat das erste Jahr mehr oder weniger verbummelt und es gibt schon ein signifikantes Risiko, dass jetzt jedenfalls für eine Übergangszeit die russische Seite bei dem Material deutlich überlegen sein wird. Das muss man einfach sehen, da hat der Westen zu langsam agiert. Auf der anderen Seite kann man nur hoffen, dass es, wie du sagst, Philipp, dann unterm Strich doch noch reicht. Aber da wiederum lässt uns ein bisschen zweifeln, dass es auch schlechte Nachrichten gibt aus der Ukraine, nämlich schlechte Nachrichten im Kontext Ukraine, denn die Lieferung des Kampfpanzers vom Typ Leopard 2 scheint zu stocken. Ja, da ist nicht so ganz klar, wie das jetzt so ablaufen wird. Also Scholz hatte sich ja erst feiern lassen für seine Großtat, quasi so eine Koalition geschmiedet zu haben, mit den USA vor allem, aber eben durchaus auch mit anderen europäischen Ländern, die, so war zumindest die Wahrnehmung, alle nur darauf gewartet haben, dass Deutschland ihnen die Lieferung von Leopard 2 Panzern in die Ukraine genehmigt. So, nun macht das Deutschland und ist dazu bereit. Allein die Anträge lassen auf sich warten und diese Koalition, die da in den Startlöchern zu stehen schien, die hat sich noch nicht so richtig materialisiert. Tja, ne? Also es sollten ja insgesamt wohl 2x31 Leopard 2 geliefert werden, nach Zeitungsberichten und genau, diese 14 Lieferung. 14 aus Deutschland, genau, 14 aus Deutschland nach meiner Kenntnis und insgesamt 2x31, also, um irgendwie zwei Kompanien, glaube ich, oder Bataillone. Was auch immer, auszurüsten mit Leo 2. Unter anderem wollten sich Niederlande, Dänemark, Finnland und so beteiligen. Und es gibt eben jedenfalls noch keine konkreten Nachrichten über die Lieferung. Auf der anderen Seite weiß man eben auch nicht, ob das jetzt nicht auch ein Stück weit Taktik ist, ob man nicht auch so ein bisschen die russische Seite da in Sicherheit wiegen will. Ja. Ich sag mal, die Lage ist diffus. Es ist jedenfalls nicht klar, ob es diese Koalition eigentlich gibt, für die Olaf Scholz sich hat feiern lassen. Viele von euch werden das mitbekommen haben, über die USA ist in den letzten Tagen, Wochen ein großer weißer Ballon geschwebt und erst wussten viele nicht, was das denn sein soll. Am Ende stellt sich raus, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein chinesischer Spionagesatellit und der wurde dann auf Geheiß von Joe Biden über dem Meer abgeschossen. Das ist nicht das erste Mal, dass da ein Ballon über die USA fliegt, auch nicht aus China. Aber dieses Mal ist er über ein Depot mit wahrscheinlich 150 Raketen geflogen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Und angeblich, sagt die New York Times im Daily Podcast, war die Hardware, die an dem Ballon hing, so groß wie drei Schulbusse. Ich nehme an, da waren die Solarpanel mit eingerechnet. Aber wie auch immer, ein großes Stück Hardware, was offensichtlich nicht nur dafür da war, um das Wetter zu beobachten. Nee, und das ist umso bedauerlicher, als die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten eigentlich gerade auf einem etwas besseren Weg waren. Grundsätzlich gibt es da viele Spannungen, aber jetzt hatte der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken eigentlich vor, in den nächsten Tagen nach China zu reisen und dort auch den chinesischen Machthaber Xi Jinping zu treffen. Dieses Treffen wurde nun verschoben, was immer das heißt im Diplomatenjargon. Auf der anderen Seite haben die USA eben schon länger
sehr scharfe Wirtschaftssanktionen gegen China erlassen. Und außerdem gibt es natürlich Spannungen wegen des Konflikts zwischen Mainland China, also Peking, und Taiwan. Taiwan ist so eine Insel südöstlich von China, hat alles, was ein unabhängiger Staat normalerweise auch hat, ist aber irgendwie keiner. Und dieses ganze Kuddelmuddel, diese ganzen verschiedenen Probleme zwischen Washington, Peking und Taiwan, die wollen wir jetzt mal in Ruhe analysieren mit Thorsten Benner. Thorsten Benner ist Politikwissenschaftler und Mitbegründer und Direktor heute des Global Public Policy Institutes. Das ist ein Think Tank in Berlin, also ein Think Tank, der berät die Vereinten Nationen, die EU-Kommission und andere europäische, internationale Regierungen. Und Think Tank heißt in diesem Fall, das sind also Experten, Expertinnen, die selbst forschen, aber eben mit einem Fokus auf praktische Politikfelder, praktische Umsetzung und praktische Anwendung dieser Forschungsergebnisse. Thorsten Benner, ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation. Hallo, grüße euch. Also, erstes Thema ist dieser Ballon. Ich habe es gesagt, es war nicht der erste chinesische Ballon, der über die USA geflogen ist. Große Höhe, so plus minus 20.000 Meter. Warum jetzt die Aufregung? Warum der Abschuss? Das ist aber der erste, den man wirklich bemerkt und diskutiert hat. Mhm. Das Interessante ist ja, dass das amerikanische Verteidigungsministerium jetzt Daten aus der Vergangenheit analysiert hat und dann geschlussfolgert hat, dass es diese Ballons schon vorher gegeben hat, dass die auch über Florida, über Trumps Anwesen geflogen sind in seiner Amtszeit. Aber da hatte man bislang eins und eins nicht zusammengezählt. Und es hätte sich in Hollywood Drehbuchschreiber nicht besser ausdenken können, so als eine Eröffnungssalve in diesem neuen kalten Krieg zwischen den USA und China, diesen Ballon über die USA schweben zu lassen mit Fox News Live-Berichterstattung und Aufregung und so weiter. Und das hat innenpolitisch so viel Druck auf Biden ausgeübt von Seiten der Republikaner, die geschrien haben, da muss jetzt was passieren, dass er nicht nur den Besuch abgesagt hat seines Außenministers, sondern eben auch den Ballon abgeschossen hat mit einer der modernsten amerikanischen Waffen, einem F-22 Jet. Tja, nun, wir haben es eben gesagt, gibt es auf der einen Seite große Spannungen zwischen den USA und China. Auf der anderen Seite gab es eben zarte Versuche, auf eine Entspannung hinzuarbeiten. Und diese Entspannung, insbesondere durch den Besuch von Blinken in Peking, ist jetzt jedenfalls fürs Erste von der Tagesordnung gestrichen worden. Und da haben natürlich jetzt einige Leute sich die Frage gestellt, na, wieso schicken denn eigentlich die Chinesen gerade jetzt, quasi am Vorabend dieses Blinken-Besuchs, einen Ballon über die USA? Ist das quasi so eine Art Sabotage von Hardlinern im Apparat? Haben die Chinesen ihren Laden nicht unter Kontrolle? Also die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren. Wir haben keinen Einblick in Entscheidungsprozesse. Wir wissen noch nicht einmal, ob der chinesische Staats- und Parteichef gewusst hatte, dass diese Operationen zu diesem Zeitpunkt in den USA stattfinden. Die plausibelste Schlussfolgerung ist, dass es einfach ein Versehen war, dass zumindest nicht absichtlich ein Ballon über die USA geschickt wird, kurz bevor man doch sehr viel Zeit investiert hat, um diesen Besuch von Blinken vorzubereiten. Der sollte ja auch Xi Jinping persönlich treffen. Das war ja ein Zeichen, dass man das ernst meint mit dem Besuch, dass man da wirklich was besprechen möchte. Und das wäre ja Selbstsabotage gewesen. Und ob es aktive Sabotage aus den Reihen der Volksbefreiungsarmee ist, um diese Entspannungsversuche zu sabotieren, ist auch eher unwahrscheinlich, weil es stand ja nicht wahnsinnig viel auf der Agenda. Es war jetzt nicht die Gefahr, dass Blinken und die chinesische Seite sich auf weitgehende Entspannung der Verhältnisse und Abrüstung, was jetzt die Armee irgendwie negativ betroffen hätte, eingelassen hätten bei diesen Gesprächen. Insofern, wahrscheinlich ist es einfach ungeplant. Die chinesische Seite scheint selbst überrascht gewesen zu sein. Die diplomatische Reaktion war ja Kraut und Rüben. Am Anfang sprach man von Wetterballon, hinterher ein bisschen weniger von Wetterballon. Dann hat man gesagt, es tut uns ein bisschen leid. Dann hat aber das Außenministerium gesagt, der Blinken-Besuch war eigentlich gar nicht geplant. Also die sind selber nicht sehr sortiert gewesen in der Reaktion, was eigentlich darauf hindeutet,
das ist sicherlich keine vom Apparat geplante Aktion war. Ein zentrales Thema, was ja eigentlich die letzten Jahre problematisches und heißes Thema nicht nur zwischen Peking und Washington war, aber vor allen Dingen zwischen Peking und Washington, ist dieses Thema Taiwan. Also diese doch recht große Insel südöstlich von China. China rüstet auf, schickt Militär vorbei. Die USA sichern sich jetzt viel mehr Militärbasen in den Philippinen, auch vor dem Hintergrund dieses Konflikts um Taiwan. Das taucht immer wieder auf und viele, glaube ich, fragen sich, was hat's eigentlich mit Taiwan auf sich? Ist es irgendwie ein demokratischer Staat, aber dann doch irgendwie nicht unabhängig? Was ist da los? Was ist der Status von Taiwan und warum ist das so kompliziert? Naja, erst einmal ist es ein Konflikt zwischen Taiwan und China. Ich glaube, sehr gefährlich, das einfach als Großmachtkonflikt zwischen den USA und China zu skizzieren. Und der Dissens ist zwischen Peking, die beanspruchen die Kontrolle über Taiwan. Die sagen, nach ihrem Ein-China-Prinzip ist Taiwan Teil der Volksrepublik China und sie möchten als Teil des chinesischen Traums, den Xi Jinping bis spätestens 2049 verwirklicht haben möchte, nicht nur führende Industrie- und Technologienation werden global, sondern eben auch die Kontrolle über Taiwan erlangen. Und in Taiwan wohnen Menschen, die nach langer Diktatur jetzt eine Demokratie aufgebaut haben, die jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben, was mit den Versprechen in Hongkong passiert ist. Ein Land, zwei Systeme. Im Endeffekt ist herausgekommen, ein Land, ein System und die absolute Kontrolle Pekings. Und jeder, der anders denkt, wird ins Gefängnis geschmissen oder muss emigrieren. Und vor dem Hintergrund sind mehr und mehr Taiwanesinnen und Taiwanesen davon überzeugt, dass sie nicht Teil von China werden wollen, dass es keine realistische Option gibt, ein Land, zwei Systeme, und dass sie diesen Status quo, ein Land zu sein, das zwar von sehr wenigen Ländern als souveräner Staat anerkannt wird, es gibt ja immer noch einige, die aus dieser alten historischen Situation, wo sowohl die Volksrepublik als auch Taiwan das Alleinvertretungsrecht beanspruchten, das ging ja bis in die 80er, dass die Taiwan anerkennen. Aber bei den meisten ist es halt so, das ist ein Land, das sich selber regiert, aber nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, das wir auch nicht als souverän anerkennen von Seiten Europas und auch nicht von Seiten der USA. Dass die Menschen, die in diesem Staat leben, eben sagen, wir möchten nicht Teil von China werden. Und hinzu kommt natürlich diese geopolitische Komponente, dass die USA Taiwan dabei unterstützen, dass der friedliche Status quo nicht gewaltsam verschoben wird. Das hat nicht unbedingt nur die Gründe, dass man das so wunderbar findet, dass die Taiwanesen diese Demokratie haben und dass sie eine sehr wichtige Halbleitertechnologie Industrie haben auf Taiwan, sondern das hat vor allen Dingen mit der geostrategischen Lage Taiwans zu tun. Wenn China Taiwan kontrolliert, dann bricht es durch diese sogenannte erste Inselkette durch und hat dann viel größere Dominanzmöglichkeiten im gesamten Pazifik. Das würde Japan auch betreffen und deshalb ist es aus US-Sicht absolut von zentraler Bedeutung, dass China eben nicht Kontrolle über Taiwan erreicht. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zum Status von Taiwan. Der ist doch entstanden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunisten 49 die Macht übernommen haben und die bis dorthin Regierenden ausgewandert sind nach Taiwan, geflüchtet sind nach Taiwan und dort so eine Exilregierung aufgemacht haben und lange Zeit den Alleinvertretungsanspruch auch für das Festland, für Mainland China beansprucht haben. Und erst in den Ende der 70er, Anfang der 80er hat auch die UNO gesagt, nun, also erkennen wir doch die Realitäten mal an und erkennen Peking als die legitime Regierung von ganz China an. Ist das ungefähr so? Ja, das war genau. Das war Anfang der 70er, wo die USA gesagt haben, als Teil des Kalten Krieges ist es clever, wenn wir sozusagen einen Keil treiben zwischen die Sowjetunion und China und Beziehungen zu China aufnehmen. Und als Teil der Verhandlungen wurde eben diese Statusänderung durchgeführt, dass die USA Taiwan nicht als souveränen Staat anerkennen. Auch der Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde von Peking dann übernommen. Wie brenzlig ist denn jetzt eigentlich die Situation zwischen Peking und Taiwan? Also rechnen Sie damit, dass China da tatsächlich militärisch eskaliert, Taiwan zum Beispiel blockiert mit einer Seeblockade oder gar einmarschiert?
Das ist der Traum des chinesischen Staats- und Parteichefs, dass er die Kontrolle über Taiwan erhält. Und er möchte sich, glaube ich, diesen Traum in seiner Amtszeit, die ja unbegrenzt ist, also in seiner Lebenszeit erfüllen. Idealerweise ohne militärische Gewalt. Aber wir können es nicht, und ich glaube vor allen Dingen aus den Erfahrungen, die wir mit Putin und Russland gemacht haben, wir können es eben nicht ausschließen, dass irgendwann Peking Gewalt anwenden wird. Das muss ja nicht eine volle Invasion sein, das kann eine Seeblockade sein, das hat man ja schon geübt letztes Jahr oft als Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi. Also es wäre total wahnsinnig von Seiten Chinas, jetzt Taiwan anzugreifen. Die Folgen davon für die chinesische Wirtschaft, für die Weltwirtschaft wären um ein Vielfaches größer als die Auswirkungen des Ukraine-Feldzugs Russland. Aber es war auch für Putin nicht rational aus unserer Sicht, die Ukraine anzugreifen in der Art und Weise, wie er sie angegriffen hat. Und insofern können wir uns nicht darauf verlassen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung komplett rational handelt in dieser Sache. Wir müssen uns also darauf einstellen einerseits und andererseits die wichtigste Reaktion, die wir als Europäer gemeinsam mit den USA, Japan, Australien und anderen Verbündeten haben können und wie wir uns positionieren können, ist effektive Abschreckung zu üben. Das ist von unserer Seite nicht militärisch, sondern technologisch und wirtschaftlich, dass man, wie Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gesagt hat, man muss Sanktionen ins Schaufenster stellen und der chinesischen Führung sagen, ihr könnt euren Traum erfüllen, aber es ist entweder, dass ihr zu Technologiemacht werdet und Wirtschaftsmacht das weiter ausbaut oder eben versucht, gewaltsam die Kontrolle über Taiwan zu erreichen, aber beides geht nicht, weil das massive Sanktionen zur Folge hätte und natürlich auch ein Krieg, das ist ja die Abschreckung von Seiten der amerikanischen Seite. Colin Kahl, der Vizechef des Pentagons, hat jetzt nochmal in einem Interview gesagt, dass momentan er das nicht für wahnsinnig wahrscheinlich hält, weil die Amerikaner in vielen militärischen Bereichen China noch überlegen sind und dass er das deshalb nicht für wahrscheinlich hält, dass Peking diesen Angriff startet, der ja auch um einiges schwieriger sein wird als mit den Panzern über die Grenze in die Ukraine einzurollen. Man muss es ja auf dem Seeweg machen mit einer amphibischen Landung, was ja technisch weit anspruchsvoller ist für ein Militär. Aber auch die Verteidigung ist schwieriger, weil man nicht, wie es jetzt in der Ukraine passiert, über Polen, über die Grenze Nachschub organisieren kann. Auch die Verteidigung Taiwans wird schwieriger werden in puncto Nachschub, Energie, andere Güter, um das sicherzustellen. Und für alles das muss man planen und vor allen Dingen, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Peking abzuschrecken, dass sie diesen Schritt nicht wagen. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Kalter Krieg sei schon im Gang. Was ist das denn für ein Kalter Krieg? Was macht diese Beziehung zwischen USA und China so brisant? Ja, was macht es brisant? Die USA sehen sich als globale Macht, auch als Macht im Asien-Pazifik. Peking sieht, die chinesische Führung sieht die letzten 200 Jahre, in denen der Westen und jetzt auch die USA vor allen Dingen die dominante Macht waren global als historische Ausnahme an. Und sie sehen sich jetzt auf dem Weg zum natürlichen historischen Normalzustand, der eben heißt, Peking kontrolliert den Asien-Pazifik als zentrale Macht und erreicht eben Großmachtstatus und möchte sich technologisch positionieren und so weiter. Man kann das alles verstehen als Ziel der chinesischen Führung, dass man wirtschaftlich erfolgreich sein will, dass man auch Großmacht sein will, dass man nicht andere Großmächte, wie Carl Schmitt das genannt hat, raumfremde Großmächte in seiner Region hat. Die Amerikaner, sie möchten diesen Hegemonieanspruch durchsetzen. Und Amerika wehrt sich dagegen, gegen diesen Hegemonieanspruch und sagt mit unseren Verbündeten, wir können das nicht zulassen, dass Peking dominant wird in der Region, insbesondere, dass ein Staat mit dieser gewaltsamen Parteiideologie diese Dominanz in der Region und darüber hinaus auch erhält. Und daraus speist sich der Konflikt, der ja auch nicht nur zwischen, das ist auch aus europäischer Sicht, der ist ja nicht nur zwischen China und den USA und wir sind irgendwie in der Mitte und haben damit nichts zu tun,
sondern ich würde sagen, Europa und Deutschland stehen ja als Verbündete natürlich mit eigener Position, aber auf der Seite der Vereinigten Staaten. Ja, Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, dass natürlich auch Europa ein massives Interesse daran hat, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Was sind denn aus Ihrer Sicht ganz wichtige Schritte, die die Europäische Union und auch die Bundesregierung in nächster Zeit unternehmen könnten? Stichwort wirtschaftliche Abhängigkeit von China. Da gibt es ja einige Ideen, wie man die Abhängigkeit verringern kann von Importen aus China. Wie verletzlich wir da sind, haben wir ja in der Corona-Pandemie gesehen, als die Lieferketten abgerissen sind. Wie sehen Sie das? Ist das ein zentraler Schritt, wirtschaftlich unabhängiger zu werden, und welche diplomatischen Schritte halten Sie jetzt für geboten? Also wirtschaftliche Unabhängigkeit ist aus verschiedenen Gründen zentral, oder wirtschaftlich nicht komplette Unabhängigkeit, aber weniger Erpressbarkeit und weniger einseitige Abhängigkeiten von China im Bereich Lieferketten, inklusive Rohstoffe, industrielle Vorprodukte, aber auch bei Absatzmärkten. Es kann nicht mehr sein, dass sich große deutsche Unternehmen zu über 40% auf den chinesischen Markt verlassen. Das ist ein zu großes Klumpenrisiko, und da ist es wichtig, dass man gegensteuert, nicht nur für den Tag X, wo es vielleicht zum großen Knall zwischen den USA und China kommt, sondern auch, um vorzubeugen, dass man eben nicht erpressbar ist. Die chinesische Seite hat es ja vorgemacht am Beispiel Litauen. Litauen hat sich erdreistet, den Namen der taiwanesischen Vertretung zu ändern. Peking hat es nicht gefallen und hat Sanktionen gegen Litauen verhängt, aber auch, die den kompletten Binnenmarkt betreffen. Auch deutsche Unternehmen, die in Litauen produzieren, hatten Probleme, ihre Güter nach China zu exportieren. Also man hat es mit Australien gesehen. Diese Abhängigkeiten muss man verringern. Da ist die Bundesregierung teilweise daran. Gerade bei Rohstoffen gibt es da jetzt durchaus eine klare Strategie. Es ist noch nicht ganz so klar, wie man die Anreize so setzt, dass große Unternehmen sich nicht mehr so stark vom chinesischen Markt abhängig machen. Und daneben, Sie haben gefragt, Diplomatie. Ich würde sagen, daneben ist erstmal Abschreckung, was ich vorher angesprochen habe, wichtig, damit wir verhindern, dass dieser neue Kalte Krieg unter anderen Vorzeichen, in einer anderen Konstellation mit mehr Mächten, die ihre eigene Zukunft gestalten wollen, Indonesien, Indien, Brasilien und so weiter, werden sich ja nicht einfach einpassen in eine Blockkonfrontation zwischen den USA und China, sondern die werden da eine eigene Rolle spielen. Genauso auch Europa wird eine eigene Rolle spielen, aber gemeinsam mit den USA. Da ist es wichtig, klare Signale der Abschreckung gegenüber Peking zu senden, zu sagen, wendet keinerlei Gewalt an, um diesen Status quo mit Blick auf Taiwan oder irgendwo sonst, dass man da auch ein militärisches, aber vor allen Dingen von unserer Seite ein technologisches und wirtschaftliches Abschreckungspotenzial hat. Und das heißt eben auch, die USA werden sich sehr stark auf Indo-Pazifik konzentrieren, militärisch. Das heißt, wir werden mehr für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen in Europa. Das ist unser militärischer Beitrag. Die Zeiten, dass Großvater Biden sich um unsere Probleme kümmert, wie er es jetzt tut, mit Blick auf Russlands Krieg, das wird nicht die Zukunft sein. Das wird eine wahnsinnige Ausnahme sein, wenn man jetzt die nächsten Jahrzehnte sich betrachtet, wie die sich abspielen werden. Und dann ist es natürlich wichtig, dass es offene Kanäle, vertrauensbildende Maßnahmen, Leitplanken, dass die Beziehungen zwischen den USA und China, dass der freie Fall gestoppt wird. Dazu diente ja dieses Treffen in Bali zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem chinesischen Staats- und Parteichef. Dazu diente der Blinken-Besuch, der hoffentlich bald nachgeholt wird. Bislang hat sich China immer geweigert, diese Kanäle auch zwischen den Militärs stärker zu pflegen, weil sie Angst haben, wenn man dieses Netz und doppelten Boden hat, dieser vertraulichen Kanäle, dass das nur rücksichtsloses amerikanisches Verhalten wahrscheinlicher macht, weil die Amerikaner denken, oh, da können wir ja richtig draufhauen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass wir dann zum Telefonhörer greifen und die ultimative Eskalation verhindern. Deshalb war Peking lange Zeit da nicht bereit, das zu machen, haben jetzt auch nach dem Abschuss dieses Ballons kein Gespräch zugelassen zwischen den beiden Verteidigungsministern, das die USA angefragt haben. Aber genau diese Kanäle, diese vertrauensbildenden Maßnahmen, damit man über die wechselseitigen Absichten, Intentionen so gut wie möglich Bescheid weiß, dass es keine unbeabsichtigte Eskalation
gibt. Das wird wahnsinnig wichtig sein. Das muss vor allen Dingen zwischen den USA und China geschehen. Europa und Deutschland sollte sich da keine Vermittlerrolle anmaßen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Thorsten Benner. Er ist Politikwissenschaftler und Mitgründer und Direktor des Global Public Policy Institute hier in Berlin. Vielen Dank, dass Sie Zeit für die Lage hatten. Sehr gerne, danke. Dieser Tage liest man und hört man vielerorten, dass die Kommunen Alarm schlagen in Deutschland, nämlich in Sachen Geflüchtete. Denen, so sagen die Kommunen, fehle es an vielem, nämlich an Geld für die Versorgung der Geflüchteten, an Unterkünften natürlich, um diese Menschen auch unterzubringen. Da ist es zwar so, dass für die Unterbringung der Ukrainer und Ukrainerinnen, die hierher fliehen, rund 1 Million, rund 2 Milliarden Euro schon bezahlt hat der Bund, weil diese Menschen aus der Ukraine ja sowas wie Bürgergeld bekommen und der Staat zahlt auch die Miete. Dafür hat der Bund 2 Milliarden überwiesen. Das scheint so einigermaßen zu passen. Aber nun gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Flüchtlinge, Afghanistan, Pakistan und solche Sachen. Und auch die müssen ja versorgt und untergebracht werden. Und da klagen die Kommunen, zahle der Bund nur so Pi mal Daumen 2/3 ungefähr der Kosten. Außerdem fehlt es natürlich ganz grundsätzlich an Wohnungen für diese Menschen, auch aus der Ukraine, weil es natürlich gerade in dem Ballungszentrum sowieso zu wenig gibt, an Schulen und Kindergärten, weil natürlich diese Kinder, die da kommen, auch alle zu Schulen und Kindergärten gehen müssen. Und es fehlt an Personal, sowieso schon, Stichwort Lehrermangel, aber der wird natürlich verschärft dadurch, dass eben einfach mehr Menschen dazukommen, die dann auch noch nicht mal Deutsch als Muttersprache haben. Also die Anforderungen sind da schon erheblich und dafür fehlt einfach Personal. Ja, und der Spiegel verweist darauf, dass einer der Gründe ist, dass im Jahr 2022 so viele Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind wie seit 6 Jahren nicht mehr, seit 2016. Laut BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, stellten im vergangenen Jahr 217.774, also knapp 220.000 Menschen, einen Erstantrag auf Asyl. Das ist mehr als in jedem anderen EU-Land und es sind vor allem 70.000 Menschen mehr als in 2021. Gut, klar, ne? Also jetzt war jetzt halt jahrelang Corona, die Grenzen waren dicht. Das heißt, also da gibt es jetzt klare Nachholeffekte, aber die Zahl ist eben relativ hoch. Sie ist aber auf der anderen Seite weiterhin viel geringer als in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16. Denn im Rekordjahr 2016 wurden immerhin 772.000 Anträge gestellt, also rund das Dreifache. Ja, drei bis viermal so viel. Aber da muss man jetzt halt auch sagen, zu diesen Asylsuchenden kommen aktuell durch den Ukraine-Krieg eben noch rund 1 Million geflüchteter Menschen aus der Ukraine hinzu. Und zusammen ist das dann doch schon ja eine erhebliche Anzahl von Menschen, die hier sind und Hilfe brauchen. Genau, und dementsprechend stöhnen die Kommunen. Fragt sich natürlich, was kann man tun? Was sind die Vorschläge? Nancy Faeser als Bundesinnenministerin, im Grundsatz zuständig für Migrationspolitik, hat im Wesentlichen gesagt, na, wir machen keinen Arbeitskreis, aber einen Gipfel. Irgendwann im Februar. Irgendwann im Februar soll es einen Gipfel mit den Kommunen geben, um dann zu besprechen, wie machen wir das eigentlich gut. Okay, warten wir mal ab. Reden wir drüber. Wichtiger eigentlich ist, was jetzt morgen, übermorgen, also Donnerstag, Freitag in Brüssel passiert. Da gibt es nämlich einen Sondergipfel zur Migration. Da treffen sich also die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, um über einen Pakt für Migration zu reden. Täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie das Thema auf der Agenda haben. Ja, ne? Und es ist immer leider das gleiche Bild, was sich da bietet. Das Problem ist allen klar. Nur was die Länder wollen und erreichen wollen und welche Agenda sie haben, das geht dann doch sehr weit auseinander. Da gibt's so die eine Fraktion, Ungarn vor allen Dingen, aber auch Italien, die wollen die Leute am liebsten draußen halten, Mauer bauen, gar nicht erst reinlassen, ja, und den Rest lassen sie dann einfach nach Deutschland ziehen. Die Schweden, die jetzt die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, die wollen in erster Linie abschieben. Dann sagen wieder andere, ja, wir müssen an den Außengrenzen kontrollieren und das alles an die Außengrenzen verlagern. Und Italien und Griechenland, die nun an diesen Außengrenzen sitzen, sagen, na gut, das würde heißen, wir müssen das ja alles kontrollieren, aber wir haben irgendwie kein Vertrauen, dass wir die Leute dann auch weiter verteilen. Die EU-Kommission wiederum sagt, ja, wir müssen halt mit den Herkunftsländern Verträge abschließen, damit A, die Leute, die hier sind, wieder dahin gebracht werden können, aber B, eben auch damit diese Herkunftsländer verhindern, dass die Leute überhaupt in die EU kommen, durch Abkommen, durch Visaverträge, durch Geldzahlung. Das sind also die verschiedenen Konzepte, die da jetzt morgen und übermorgen besprochen werden. Und das sind natürlich alles keine Neuigkeiten, muss man sagen. Das sind also die Konfliktlinien, die sich seit Jahren da im Prinzip kaum verschoben haben. Man muss natürlich auch sehen, ja, es gibt
einige Menschen, die in die Europäische Union einwandern, bei weitem eben nicht alle mit irgendeinem Aufenthaltstitel. Das heißt also, wir haben hier in der Europäischen Union eine hohe Zahl an Geflüchteten. Aber eigentlich müsste man schon sagen, wären diese Zahlen nicht unbedingt ein Problem. Wir haben darauf hingewiesen, in Deutschland sind die Zahlen so hoch, dass die Kommunen jetzt stöhnen. Aber wenn man die Geflüchteten auf die ganze Europäische Union gerecht auf die Länder verteilen würde, dann wären diese Zahlen durchaus zu stemmen. Ich meine, wir haben fast eine halbe Milliarde Menschen, also knapp 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Wenn man auf diese 500 Millionen Menschen 2, 3, 4, 5 Millionen Refugees verteilt, dann sollte das eigentlich möglich sein. Aber dazu fehlt eben gerade der politische Wille und vor allem fehlt das Vertrauen, weil, muss man einfach so deutlich sagen, in der Europäischen Union einfach so viel Rassismus herrscht. Es ist einfach so ein politisches Thema, was die Emotionen hochkochen lässt und es gibt einfach viel zu viele Regierungen, die im Wesentlichen Menschen vertreiben wollen. Und deswegen gelingt es jedenfalls bisher nicht in der Europäischen Union, dieses Thema mal so ein bisschen mit kühlem Kopf zu behandeln. Ja, es eignet sich einfach zu gut, um Stimmung zu machen, um Agenda zu besetzen, um Öffentlichkeit herzustellen, um auf sich aufmerksam zu machen. Da eignet sich das einfach nach wie vor zu gut, in Anführungsstrichen, einfach zu sagen, wir haben hier zu viele Flüchtlinge, die müssen alle raus, die müssen alle abgeschoben werden. Ja, sicherlich, es gibt in der EU, du hast es gesagt, viele Menschen durchaus, die eigentlich kein Bleiberecht haben. Also der Spiegel hat geschrieben, dass 2021, also im vorletzten Jahr, rund 340.000 Menschen aufgefordert wurden, die EU zu verlassen, weil sie eben keinen rechtlichen Aufenthaltstitel besitzen und ausgereist sind, so schreibt der Spiegel, dann davon nur 20%. Auch im ersten Halbjahr 22, also im letzten Jahr, da waren es knapp 180.000, die hätten ausreisen sollen, also nicht EU-Bürger, EU-Bürgerinnen, und da sind auch nur knapp 19, also auch so Pi mal Daumen 20% nur ausgereist. Also es machen einfach viele nicht und deswegen kommt die Forderung immer wieder, wir müssen diese Leute abschieben. Und das passiert natürlich, weil das Problem einerseits da ist, ja, das bestreitet niemand. Es gibt durchaus viele Menschen, die hier sind, aber rechtlich, juristisch nicht hier sein dürften. Und es klingt alles erstmal so wahnsinnig easy. Ja, das ist so ein ganz merkwürdiger Reflex, ne? So ein ganz simpler Reflex. Die sind nicht hier, also schmeißen wir die raus. Und damit bedient man natürlich auch Forderungen der extremen Rechten, ne? Und von denen gibt es in der Europäischen Union einfach viel zu viele. Ungarn hat Orban und seine Truppe. Die Schweden haben neuerdings die sogenannten Schwedendemokraten, die ja sogar an der Regierung beteiligt sind. In Italien regieren die Brüder Italiens, die Fratelli, ne? Und Deutschland hat die AfD, die Gott sei Dank nirgendwo regiert, aber die natürlich einfach enormen Druck ausübt, vor allem auf die Union. Und deswegen wird so viel vom Abschieben geredet und wir haben uns gedacht, es lohnt sich da einfach mal einen genaueren Blick drauf zu werfen, denn auch in der deutschen innenpolitischen Diskussion macht insbesondere die FDP das ja immer wieder stark in der Ampelkoalition, man müsse da mehr tun. Aber Philipp, eigentlich ist dieses Abschieben doch im Wesentlichen eine Nebelkerze. Es ist eine Nebelkerze, sie wird natürlich auch geworfen, weil eine wirkliche Lösung echt kompliziert ist. Das ist alles nicht trivial, ja. Und deswegen sucht man nach einfachen Lösungen und da ist dann schnell da abschieben. Wir müssen einfach nur rausschmeißen. Ja. Und dann ist das Problem gelöst. Und das ist, glaube ich, einfach nicht so. Ja, natürlich. Wenn Leute hier sind, die juristisch nicht hier sein dürften, dann torpediert das schon die Akzeptanz für Geflüchtete. Das ist wahrscheinlich einfach so. Also das, und ich finde, im Ansatz hat diese Position ja auch schon was für sich. Ich finde auch, geltendes Recht muss durchgesetzt werden. Es ist ja nicht grundsätzlich falsch zu sagen, die dürfen nicht hier sein, also müssen wir was tun. Das ist im Ansatz ja ein völlig richtiger, im Kern auch sehr demokratischer Impuls. Das Recht wird demokratisch gesetzt. Wenn es nicht durchgesetzt wird, dann leidet die Demokratie und sonst erodiert auch das Vertrauen in staatliche Normen und Institutionen. So, aber die Frage ist halt, wenn sich das Recht ganz offensichtlich nicht durchsetzen lässt, ja, vielleicht sollte man dann mal doch überlegen, ob das Recht nicht einfach inhaltlich falsch ist. Ja, denn dieses so einfach mal abschieben, das geht halt einfach in der Praxis nicht. Das wissen wir jetzt wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Im Gegenteil, abschieben ist einfach sehr schwer. Das fängt schon damit an, dass die Herkunftsländer, also die Länder, aus denen diese Leute kommen, ihre Leute nicht einfach so zurücknehmen. Erstens ist dann häufig, haben die da keinen Pass, da ist sowieso schon schwer rauszufinden, wohin gehören die überhaupt, wohin sind die überhaupt hergekommen. Und diese Länder sagen, wieso, der hat doch überhaupt keinen tunesischen Pass, warum sollen wir den zurücknehmen? Der spricht auch einen komischen Dialekt. Dann haben diese Länder häufig selbst genug Probleme. Also es gibt viele, viele Probleme und viele Argumente und Gründe, warum die Herkunftsländer dieser Geflüchteten nicht einfach sagen, ja klar,
Schieb die wieder zurück, nehmen wir gerne. Nun will die Europäische Union da Druck machen. Ne? Sie wollen halt sagen, naja, es gibt Visa-Erleichterungen für euch, wenn ihr dafür eure Refugees zurücknehmt. Man will vielleicht auch Geld bezahlen und so. Auch Deutschland will jetzt neue Rücknahmeabkommen schließen. Das ist insbesondere so ein FDP-Thema. Die haben jetzt auch durchgesetzt, dass es da quasi einen Beauftragten geben soll, Herrn Stampf, der aus Nordrhein-Westfalen stammt und der jetzt quasi bundesweit sich um schnellere Rücknahme kümmern soll. Aber ist nicht falsch. Also man kann das natürlich mal probieren. Ja. Wie gesagt, grundsätzlich ist es nicht falsch zu sagen, das Recht soll durchgesetzt werden und dazu gehört eben auch, dass Menschen ausreisen müssen, die kein Bleiberecht haben. Aber völlig klar ist auch, dieses Abschließen von Rücknahmeabkommen, das wird dauern, das wird sehr teuer und ob das wirklich klappt, ob man wirklich damit nennenswert mehr Menschen zur Ausreise bezwingen können, das ist extrem zweifelhaft, denn die Herkunftsländer können einfach immer sagen, der junge Mann da, das ist gar keiner aus unserem Land. Ne? Dann haben sie sich nämlich nicht offen geweigert, eine Person zu nehmen, ja? Aber abschieben kann man die Person halt auch nicht. Außerdem gibt es hierzulande auch reichlich rechtliche Hürden. Eine Abschiebung ist zum Beispiel nämlich nicht zulässig, wenn sie eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt oder wenn im Zielland eine erhebliche, konkrete Gefahr für Leib und Leben oder Freiheit besteht. So, und wenn man das jetzt alles mal zusammenbindet, ja, dann müsste man schon sagen, eine realistische Migrationspolitik müsste eigentlich davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen, die einmal hier sind, niemals abgeschoben werden. Das muss man sich einmal klar machen. Das kann man nicht oft genug sagen. Man kann das doof finden, ja, von wegen Rule of Law und so. Man kann sich darüber aufregen, dass objektiv hier das deutsche Migrationsrecht nicht oder nur begrenzt durchgesetzt wird. Das ist richtig, das kann man kritisieren. Aber es ist halt so und es wird sich bei einer realistischen Betrachtung auch nicht grundlegend ändern. Ja, nun, aber im Koalitionsvertrag steht natürlich was von Rückführungsoffensive. Ja, das hat man sich also vorgenommen, das hat sich die Ampel vorgenommen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt nur 12.945 Ausländer, also knapp 13.000 Menschen abgeschoben, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums im Januar auf Anfrage der Rheinischen Post mitteilte. Also knapp 13.000 Leute wurden abgeschoben. Alle Maßnahmen zur Beschleunigung schaffen vielleicht 1.000 Menschen mehr, aber selbst wenn es das Doppelte wäre, es ist insgesamt sehr wenig, denn insgesamt sind rund 300.000 Menschen ausreisepflichtig. 300.000. Ja, und das heißt auf Deutsch, nach der Abschiebegeschwindigkeit von 2022 bräuchte es volle 23 Jahre, um die alle abzuschieben. Ja, und die allermeisten können eh nicht abgeschoben werden, zum Beispiel, weil ihnen daheim Gefahren drohen. Wir haben eben von Abschiebehindernissen gesprochen. Etwa 5 von 6 dieser 300.000 haben auch eine sogenannte Duldung. Das heißt, sie können sowieso erstmal nicht abgeschoben werden und so. Mit anderen Worten, wenn man sich das große Bild mal so anschaut, dann wird sich auch durch diese Rückführungsoffensive wenig ändern. Schon der Begriff ist eigentlich populistischer Unsinn. Ja, Offensive, das muss ich mal überlegen. Offensive klingt nicht umsonst nach militärischer Gewalt. Wir werden die Zahl der Menschen, die theoretisch ausreisepflichtig in Deutschland leben, nicht signifikant senken. Nochmal. Vergangenen Jahr 13.000, wir haben 300.000, die eigentlich ausreisepflichtig wären. Im vergangenen Jahr wurden 13.000 abgeschrieben. Selbst wenn du schaffst, das zu verdoppeln, dann bist du bei was? 26.000, dann bist du nicht mal bei 10%. Genau, das heißt, selbst dann brauchst du immer noch über 10 Jahre, um die alle abzuschieben. Und natürlich kommen auch jedes Jahr neue Menschen dazu. Ist ja auch völlig unrealistisch anzunehmen, dass man jemals alle Grenzen zumachen könnte. Mal ganz abgesehen von den humanitären Katastrophen, die das natürlich anrichtet, wenn man versucht, Grenzen zuzumachen, Stichwort Mittelmeer. Wie viele Menschen ertrinken im Mittelmeer, weil wir in Europa versuchen, auf gut Deutsch die Schotten dicht zu machen. Das ist ja auch schon zutiefst unmenschlich. Und auch die Abschiebungen haben natürlich dramatische Folgen. Das kritisiert Pro Asyl. Pro Asyl hat zum Beispiel 10 Fälle aus 2021 beispielhaft dokumentiert, haben wir verlinkt. Ähnlich kritisch äußert sich auch Clara Bünger, die ist Bundestagsabgeordnete der Linken, also Mitglied der Linksfraktion und Sprecherin für Fluchtpolitik. Und sie sagte der Rheinischen Post: Abschiebungen gehen viel zu oft damit einher, dass Betroffene Krieg, politischen Repressionen oder existenzbedrohender Armut ausgeliefert werden, also wenn sie dann zu Hause angekommen sind. Und im Abschiebealltag kommt es zudem immer wieder zu Polizeigewalt, Demütigung und Fesselung, die die Würde der Menschen verletzen, fügte sie hinzu. Nochmal, wir haben es oben gesagt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, diese Leute bleiben hier. Es lässt sich einfach menschlich, rechtlich und vor allen Dingen praktisch nicht durchsetzen, sie alle abzuschieben. Und dazu, und das finde ich macht die Sache doppelt bizarr, ist, dass wir gleichzeitig quasi in der Zeitungsspalte daneben ständig davon reden, Deutschland braucht
netto, also nach Abzug von Ein- und Auswanderung und so, eine Zuwanderung jedes Jahr von plus minus, je nach Schätzung, 400.000 Leuten. Das heißt, wir brauchen jedes Jahr 400.000 Leute, die nach Deutschland kommen, um das Rentensystem zu stabilisieren, um das Pflegesystem zu stabilisieren, um Fachkräfte anzuwerben, damit diese ganzen Jobs gemacht werden können, damit wir hier produzieren können. Wir brauchen einfach Leute, die hier einwandern. Ja. Und wir brauchen für diese Sozialsysteme nicht unbedingt 64-Jährige, die hier kommen und Rente beziehen, sondern wir brauchen junge Leute, ja, die hier in die Schule gehen, die Ausbildung machen, die Job kriegen, die Geld verdienen, die in diese Kassen 30 Jahre lang einzahlen. Ja, und das sind doch genau die Menschen, die nach Deutschland fliehen. Ja, wir brauchen davon Hunderttausende jedes Jahr von diesen Menschen, die nach Deutschland kommen. Und zugleich haben wir hier 300.000 Leute sitzen, von denen wir der festen Überzeugung sind, die wollen wir am liebsten rausschmeißen. Und das ist sowas von bizarr. Das heißt, es ist sowas von bizarr. Ja, da wird dieser Popanz hochgehalten, Migrationsrecht, die sind ja alle irgendwie illegal, dies und jenes. Und das ist einfach nur widersinnig. Philipp hat es gesagt, wir werden sie eh nicht los und eigentlich brauchen wir sie auch. Also eigentlich wäre es sinnvoll, sich viel weniger Mühe bei der Frage zu geben, wer hier bleiben kann. Man wird die Leute ja eh nicht wieder los. Eigentlich müsste man sich hinsetzen und sagen, wir sind froh, dass sie da sind. Wir brauchen nämlich ganz viele Arbeitskräfte und wir sollten eigentlich versuchen, alle, die hier sind, zu integrieren, weil sie eh hier bleiben werden. Wie gesagt, wir werden sie nicht los. Vielleicht natürlich mit Ausnahme von Menschen, die schwere Straftaten begehen. Aber mal ganz ehrlich, die sind natürlich auch besonders schwer abzuschieben. Denn auch ein Herkunftsland hat natürlich keinen Bock, irgendwelche schweren Straftäter ins Land zu lassen. Und man muss sagen, ne, Ehrenrettung für die Ampel, die haben schon das natürlich erkannt, das Problem, und auch Regeln gelockert für Menschen, die hier schon lange leben, damit diese Menschen dann hier auch legal bleiben dürfen. Die Ampel hat deswegen ja bereits das Staatsangehörigkeitsrecht geändert, ne, haben wir im letzten Jahr bereits berichtet, ne, hat das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht beschlossen. Auf der anderen Seite aber, und da wird es dann wirklich völlig bizarr, hat die Ampel parallel zu diesen Änderungen beim Aufenthaltsgesetz auch ein Gesetz verabschiedet, das die Asylverfahren beschleunigen soll, eben mit dem Ziel, Menschen schneller abschieben zu können. Ne. Diese Änderungen gelten auch seit Ende 2022, hatten wir in der Lage noch nicht berichtet, und das wollen wir jetzt aus diesem Anlass, dass die Kommunen eben stöhnen, doch mal nachholen, denn es ist sehr umstritten, ob diese gesetzliche Regelung überhaupt wirken wird, und außerdem wird kritisiert, dass sie doch sehr zu Lasten der Geflüchteten geht. Ja, das ist jetzt mal kein Gesetzentwurf, sondern das gilt seit Ende 2022, und eine der wesentlichen Änderungen ist, die Anhörung Geflüchteter, also all jener, die halt sagen, ich hätte hier gern Asyl aus den und den Gründen, die soll per Video möglich sein. Bisher war das so, dass die Leute, die einen Asylantrag gestellt haben, persönlich angehört wurden mit einem Dolmetscher oft, und dann wurden sie halt befragt, warum sind sie hier, was sind die Gründe, warum sind sie geflüchtet, sie konnten Fragen stellen, ihre persönlichen Anliegen vorbringen, aber das ist natürlich Aufwand und das kostet Zeit. Und deswegen steht nun in § 25 Asylgesetz, das alles geht auch per Video. Da heißt es dann so schön, die Anhörung kann in geeigneten Fällen ausnahmsweise im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. Aber kann man sich ja vorstellen, ausnahmsweise wird dann eben auch schnell zum Regelfall, wenn es so viel einfacher ist. Und diese Neuregelung kritisiert Clara Anna Bünger, MdB der Linksfraktion und Sprecherin für Fluchtpolitik. Die Ermöglichung von Asylanhörungen mit Videotechnik ist aus meiner Sicht ein echter Tabubruch. Denn diese persönliche Anhörung sei zwar aufwendiger, aber bietet den Geflüchteten eben die Chance, ihren Fall wirklich zu schildern. Die Anhörung ist das Kernstück des Asylverfahrens. Dort müssen Geflüchtete über ihr Schicksal und häufig über traumatisierende Erlebnisse und Gewalterfahrungen sprechen. Und das ist an sich schon sehr, sehr herausfordernd für die Menschen. Und damit sich diese Betroffenen öffnen können, muss es eben halt eine vertrauensvolle Atmosphäre geben und die muss geschaffen werden. Und im Rahmen einer Videokonferenz ist das aber nicht möglich. Und das haben wir auch alle selber in den letzten 2 Jahren während der Corona-Pandemie auch festgestellt, dass eben so Videokonferenzen eben nochmal was anderes sind als ein persönliches Gespräch. Ja, und zumal man ja auch noch sagen muss, dass das typischerweise ja keine Zweiergesprächssituation ist, sondern ja auch noch ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin mitwirkt. Ne? Das heißt, man hat dann eine geflüchtete Person per Zoom, eine Dolmetscherin per Zoom und die Person vom BAMF, die dann darüber entscheiden soll. Da kann man sich schon vorstellen, dass das jetzt nicht die optimale
Gesprächssituation ist und dass die Kommunikation einfach drastisch schlechter ist, als wenn man in einem Raum sitzt. Ja, aber nun finde ich, hat der Staat ja durchaus ein legitimes Interesse daran zu sagen, wir wollen Verfahren verkürzen. Das muss irgendwie alles ein bisschen schneller gehen. Und ob das nun das richtige Mittel ist, das ist aber eben A, inhaltlich höchst umstritten. Es ist aber auch eben umstritten, ob denn dieses umstrittene Verfahren inhaltlich auch wirklich zu einer Beschleunigung führt, ja, dieser, ne, Verfahren. Denn das Problem ist ja, wenn es eben keine persönliche Anhörung gibt, wenn die Kommunikation schlecht ist, wenn das mit den Nachfragen nicht so richtig klappt, dann, so jedenfalls kritisiert Clara Anna Bünger, dann steige auch das Risiko fataler Fehlentscheidungen. Und die Folge von Fehlentscheidungen ist klar, es wird dann mehr Klagen gegen diese Entscheidung geben und dadurch auch eine stärkere Belastung der Gerichte. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was das Gesetz bezweckt. Tja, eigentlich hatte sich ja die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben, dass die Asylverfahren in Zukunft fair, zügig und rechtssicher gestaltet werden sollen. Nun gibt es eben auch von anderer Seite sehr laute Kritik, ob das mit diesem Gesetz wirklich passieren wird oder, das ist so die Gegenposition, ob die Ampel nicht am Ende letztlich die Politik von CSU-Hardliner-Innenminister Horst Seehofer fortsetzt. Also besonders deutlich wurde ja jetzt Heribert Prantl, Ugelstein-Kommentator in der Süddeutschen Zeitung, der schreibt, die verantwortliche Innenministerin heißt Nancy Faeser, SPD. Die in ihrem Haus entworfenen Paragraphen klingen allerdings sehr nach Horst Seehofer, ihrem CSU-Vorgänger. Denn, so schreibt Prantl, es gingen die Bestrebungen weiter, das Asylrecht als ein Sonderrechtsgebiet zu betrachten, in dem die normalen Verfahrensrechte nur verdünnt gelten. Prantl meint, das Asylverfahren bleibe, was es in den letzten Jahrzehnten geworden sei. Ein Verfahren, in dem die normale Prozessordnung, die sonst vor Gericht geltenden Verfahrensabläufe nicht gelten. Sie sollen in Zukunft, so das Faeser-Gesetz, noch weniger gelten als bisher. Es gibt also zweierlei Recht. Ein Recht für normale Rechtssuchende und daneben ein Recht für Flüchtlinge, Geflüchtete. Ja, und das alles vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich jeden Menschen brauchen, der kommt. Aber gut, nun kann man sich natürlich die Frage stellen, Philipp, Nancy Faeser ist doch von der SPD und nicht von der AfD. Und, ne? Und als sie früher noch in Hessen war, da kämpfte sie jedenfalls offiziell gegen Rechtsextremismus. Ja, das ist so und das kann ja auch sein, dass das alles noch ihr Anliegen ist. Das Problem ist nur, dass sie nun mal nicht direkt die Gesetzentwürfe schreibt, sondern sie ist sehr abhängig, wie eigentlich jeder Minister, Ministerin, von ihrem Haus. Was wird da produziert und geschrieben? Und wenn man als Minister, Ministerin neu ist, dann kann man das ändern, muss es aber nicht. Und wenn man es nicht macht, dann sitzt man eben so da wie Faeser. Tja, ne, das Problem ist eben, die Gesetzentwürfe schreiben die Menschen in den Referaten des Ministeriums. Referat ist der ist schlaues Deutsch, Bürokratendeutsch für das Team, ja, für die kleinste Organisationseinheit in so einem Ministerium. Und die Leute, die da sitzen, das sind eben überwiegend noch die alten weißen Männer, die ihre Jobs schon unter CSU-Mann Seehofer bekamen und die traditionell gerade im Innenministerium vor allem für Ausländer rausstehen. Abschieben. Ja. Ne, abschieben, harte Kante. Nicht vergessen, in diesem Laden arbeitete jahrelang schließlich auch Hans-Georg Maaßen. Ja, habt ihr richtig gehört. Genau der Hans-Georg Maaßen, den jetzt sogar die CDU rauswerfen will, weil er jetzt so offen rechtsextrem ist. Ja, okay, Maaßen ist nicht mehr im BMI, aber dieser Geist ist offenbar noch derselbe, weil eben einfach noch dieselben Leute da sitzen. Und dann kann man sich schon fragen, ja, kam denn jetzt eine SPD-Ministerin in ein CSU-geführtes Haus und die hat versäumt, die verantwortlichen Personen, zumal die mit Rechtsdrall auszutauschen. Und so sieht's zumindest aus. Genau, das scheint das Problem zu sein im Bundesinnenministerium. Das hat eine Untersuchung von Frag den Staat ergeben. Frag den Staat, ne, dieses Portal, das sich Informationsfreiheit auf die Fahnen geschrieben hat, aber jetzt auch zunehmend so ein bisschen selber recherchiert. Die haben sich nämlich mal die sogenannten Spinnen des Innenministeriums aus den letzten Jahren angesehen. Spinnen, das ist so ein bisschen so Bürokratendeutsch für die Organisationspläne von Ministerien. Ja, müsst ihr euch vorstellen, die sehen so ein bisschen aus wie Stammbäume. Ganz oben steht die Ministerin oder der Minister, dann kommt Staatssekretär und so, ne? Dann kommt eine Reihe von Abteilungen, die haben dann wieder Unterabteilungen in den großen Häusern und die haben dann Referate. So, also so eine Art Stammbaum. Und wenn man sich diese Stammbäume anguckt und insbesondere darauf guckt, welche Namen stehen denn da, dann kommt Folgendes raus, schreibt Frag den Staat. In der für Migration, Flüchtlinge und Rückkehrpolitik zuständigen Abteilung M
des Bundesministeriums des Innern sind 6 von 14 Personen in aktuellen Führungspositionen unter Horst Seehofer auf ihre Posten gekommen. Also knapp die Hälfte der aktuellen Führungspositionen in dieser Abteilung M ist unter Horst Seehofer dahin gekommen. So fragt den Staat, ne? Und auch fast alle weiteren Führungspositionen seien unter einem Innenminister von CDU/CSU besetzt worden. Tja, und wie heißt der gute alte Spruch von Ministerialbeamten? Mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Ne? Auf Deutsch, die machen halt weitgehend ihr Ding, versuchen sich von der Ministerin da möglichst wenig reinreden zu lassen. Und deren Ding heißt eben im Innenministerium Ausländer raus. Du hast vergangenen Sonntag Anne Will geguckt. Ja, nicht direkt. Ich habe Anne Will ehrlich gesagt auf der Rückfahrt von einem Termin in Hamburg gehört. Ja, ich habe also Anne Will quasi gepodcastet. Ah ja, okay. Aber auch das war schon einigermaßen eindrucksvoll, denn es ging bei Anne Will am Sonntag um die Frage, steckt die sogenannte Verkehrswende im Stau? Ja, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns hier regelmäßig befassen, Verkehrswende, also was heißt das? Viele von euch ahnen es, wir sagen es nochmal, es geht um Fragen, wie sparen wir eigentlich CO2 im Verkehr ein, aber auch, ja, müssen wir vielleicht insgesamt weniger Auto fahren oder noch größer, wie können wir unseren Lebensraum eigentlich lebenswerter gestalten, weniger Abgase, weniger Gefahr, weniger Lärm, mehr Fußgänger, Fahrradfahren, mehr Grün, darum geht's. Ja, und wenn das tatsächlich das Ziel ist, dann muss man sagen, Anne Will vom Sonntag war eine überaus ernüchternde Diskussion. Da saßen nämlich drei Männer, die, das kann man so offen sagen, möglichst nichts ändern wollen oder so wenig wie möglich. Ja, Christian Dürr war da, der ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag. Dann war Thorsten Frey da, der ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Und außerdem im Studio saß Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Die Welt. Ja, also drei sehr konservative Herren und ihnen gegenüber saßen jedenfalls quasi politisch und inhaltlich zwei Frauen, die für eine Verkehrswende kämpfen. Zum einen Ricarda Lang, sie ist Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und zum anderen Katja Diehl, sie ist Autorin unter anderem des Buches Autokorrektur, ja, und Beirätin der österreichischen Klimaschutzministerin und auch des baden-württembergischen Verkehrsministers. Ja, und ich habe mir das ja dann auch angeguckt, nachdem du da so mit hochrotem Kopf hier ins Studio gekommen bist. Und das war schon wirklich erstaunlich, welche Fronten sich da aufgetan haben, vor allen Dingen, wie diese drei Männer durchaus populistisch argumentiert haben. Wir reden da gleich auch noch ein bisschen drüber. Man konnte da wirklich zwischendrin zweifeln, ob die Verkehrswende mit demokratischen Mitteln überhaupt zu erreichen ist. Wenn ja, das muss man einfach sehen, ja. weil sich diese Verkehrsthemen so leicht eignen für eine populistische Zuspitzung. Ne, die drei Männer haben sich da so geriert quasi als die Retter der armen Autofahrenden, die dafür sorgen, dass den Leuten das Autofahren nicht madig gemacht wird und haben vor allem wahnsinnig polemisch argumentiert, haben also quasi insbesondere die Konzepte von Katja Diehl immer ins Lächerliche gezogen. Also Katja Diehl wird immer so dargestellt, als wenn sie Autos hasse. Dabei sagt sie das überhaupt gar nicht. Und sie räumt auch ein, dass es in bestimmten Lebenssituationen Autos geben muss. Sie sagt, sie möchte die Abhängigkeit der Menschen vom Auto reduzieren. Sie möchte Menschen Alternativen bieten, damit sie nicht Auto fahren müssen. Es ist ja durchaus nicht so, dass alle Menschen jetzt so wie Christian Lindner begeisterte Sportwagenfahrer sind. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Menschen, die notgedrungen Auto fahren. Das wissen wir auch aus den Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Es ist ja durchaus nicht so, dass Autofahren für viele jetzt quasi Teil eines gelungenen Lebens ist, sondern sie müssen halt, weil sie sonst ihre bestimmte Dinge nicht tun können. Aber das würde alles polemisch zugespitzt und insofern kann man sich das ruhig mal angucken. Ich persönlich fand es sehr erschreckend, denn wenn da nicht, sagen wir mal, bei FDP und Union ein Umdenken einsetzt, wenn die weiterhin so polemisieren, dann fürchte ich, blockieren sie die Verkehrswende und das hätte dramatische Folgen, insbesondere aus Klimagründen. Das tun sie ja jetzt schon. Aber wir wollten uns mal einen Punkt rausgreifen, der, finde ich, exemplarisch für diese Diskussion steht. Ein Punkt, den wir hier auch öfter schon mal mehr oder weniger stichwortartig als Kritikpunkt aufgefädelt haben, der in der Sendung vorkam und den wir jetzt mal bei dieser Gelegenheit ein bisschen aufdröseln wollen. Und zwar geht es um die Frage, inwieweit Autofahren eigentlich steuerlich gefördert / subventioniert wird. Genau, das kritisiert ja unter anderem auch das Umweltbundesamt seit vielen Jahren. Laut Umweltbundesamt gibt es zurzeit noch milliardenschwere Subventionen, unter anderem für teure, spritfressende Dienstwagen. In der Sendung allerdings wurden diese Fakten dann in Zweifel gezogen. Christian Dürr, Fraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag, behauptete, die Dienstwagenpauschale, also eine dieser staatlichen Regelungen, die vom Uber unter anderem als Subvention kritisiert wird, die sei ja gar keine Subvention. Die Frage ist, genau. Ist das eine Subvention? Nein.
Keine Subvention, denn ansonsten müsste das Geld erstattet werden vom Arbeitgeber, ja, ist ja gar keine so Frage. Insofern ist es eine Pauschalierung im Steuerrecht, die total sinnvoll ist und massenweise Bürokratie erspart. Also keine Subvention, worum es da geht, das erklären wir gleich, aber die bestreiten sozusagen, dass ein Kernelement dieser Förderung keine Subvention ist. Robin Alexander von der Welt, der fragte dann provokativ, wenn man die private Nutzung von Dienstwagen nicht mehr mit einer Pauschale versteuern könnte, also 1% des Listenneupreises oder für Elektrowagen ein bisschen weniger, was würde denn dann passieren, fragt er. Wenn man das jetzt aufheben würde, ne? Also man würde sagen, private Nutzung von Dienstwagen wird nicht mehr pauschal besteuert, was würde dann passieren? Die Leute würden Fahrtenbücher führen. So ist genau. So, ein Teil der Leute würde die Sekretärin zwingen, die zu führen, weil das ja meistens besser verdiente sind. Vielleicht würden auch 2 von 100 sagen, dann mache ich es gar nicht mehr. Genau. Aber ich meine, die Japaner bauen die schnellsten Züge. Die Amerikaner bauen E-Autos. Unsere Antwort auf die Klimakrise kann doch nicht das Führen von Fahrtenbüchern sein. Ja. Also das ist ungefähr das Niveau, auf dem das da stattgefunden hat. Und die Kernbehauptung ist, eine der zentralen Maßnahmen, um irgendwie privaten Gebrauch von Dienstwagen zu fördern, das ist keine Subvention. Und wenn wir das nicht so machen würden, wie wir es jetzt machen, dann müssten alle Fahrtenbücher führen. Wie kommen wir denn dahin? Ja, und man muss sehen, dem wurde jetzt auch von Ricarda Lang und Katja Diehl an der Stelle nicht widersprochen. Aber wir müssen uns das einfach deswegen mal genauer anschauen. Denn auch in der Lage haben wir ja häufig mit diesen Zahlen des Umweltbundesamts argumentiert. Ne? Deswegen muss das stimmen. Deswegen bleibt bei uns, auch wenn wir einen kleinen Ausflug jetzt unternehmen müssen in die Welt der Einkommensteuererklärung. Denn sonst versteht man nicht, wo eigentlich diese Milliardensubventionen herkommen. So, also. In der Einkommensteuererklärung grundsätzlich kann man ja generell Kosten angeben, die man hat, um sein Einkommen zu erzielen. Das sind diese sogenannten Werbungskosten. Ja, aber man kann eben nicht einfach alle Kosten angeben, die einem entstehen. Das wäre ja auch viel zu einfach. Dann gäbe es vielleicht irgendwann keine Steuerberater mehr. Nein, der Gesetzgeber hat hier viele, viele Sonderregeln erlassen. Also einen Klassiker kennt ihr wahrscheinlich, ne? Man kann das berühmte häusliche Arbeitszimmer ja schon dann nicht mehr absetzen, wenn man es nur ein bisschen auch privat nutzt. Ja, wenn da irgendwie ein Sofa drin steht und man das 3-mal im Jahr als Gästezimmer nutzt, dann fällt es raus. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat einen extrem weiten Spielraum, was er in welcher Höhe als Werbungskosten anerkennt und was nicht. Werbungskosten, was das ist, fällt nicht vom Himmel. Insbesondere sagt das Bundesverfassungsgericht immer wieder, dass der Gesetzgeber hier typisieren und pauschalieren kann und so weiter. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber kann das weitgehend selber regeln. Tut er ja auch, ne? Es gibt ja immer wieder steuerliche Abzugsmöglichkeiten für alles Links mögliche. Und rechts. Bei Fahrten mit dem Auto gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, sie steuerlich geltend zu machen. Wir nehmen uns hier mal 2 vor. Die 2 wichtigsten Beispiele, wie eben durch steuerliche Regelungen das Autofahren massiv subventioniert wird. Das eine ist die Entfernungspauschale. Das heißt, wenn ihr eine feste Tätigkeitsstätte habt und da regelmäßig hinpendelt, dann habt ihr die Möglichkeit, eine sogenannte Entfernungspauschale geltend zu machen. Das heißt, für jeden Tag, wo ihr zur Arbeit fahrt, gibt es einen bestimmten Centbetrag pro Kilometer Entfernung zu eurer festen Tätigkeitsstätte. Wurde jetzt gerade erhöht, aktuell 38 Cent pro Kilometer Pendelweg. Immerhin ist es hier seit Rot-Grün Anfang der 2000er egal, welches Verkehrsmittel man nutzt. Früher konnte man irgendwie Fahrräder gar nicht oder viel weniger absetzen. Immerhin ist es jetzt also egal. Das heißt, wer radelt, kann dieselbe Pauschale von der Steuer abziehen wie jemand, der SUV fährt. Soweit so sinnvoll. Aber eigentlich gilt da so eine Kappungsgrenze von 4.500 Euro pro Jahr. Also, ne, wenn ihr halt entsprechend viele Kilometer fahrt, dann sammelt ihr eine Pauschale an, die dürft ihr vom zu versteuernden Einkommen abziehen und dann zahlt ihr halt entsprechend weniger Steuern auf den Rest. Aber das, was ihr abziehen dürft, ist eigentlich gedeckelt auf 4.500 Euro pro Jahr, es sei denn, ihr fahrt mit dem Auto zur Arbeit. Dann kann man nämlich auch mehr als 4.500 Euro absetzen, die erste fette Subvention pro Auto. Und insgesamt, nicht nur jetzt diese über 4.500 Euro, sondern insgesamt, sagt das Umweltbundesamt, macht die Subvention durch Entfernungspauschale 6 Milliarden Euro pro Jahr aus. Aber wieso eigentlich denn Subvention? Ja, könnte man ja sagen, sind auch Kosten, muss man abziehen können. So, und da muss man sehen, nee, der Staat muss den Weg zur Arbeit überhaupt nicht abziehbar machen und schon mal gar nicht proportional zur Länge des Weges. Also er muss, weiß Gott, nicht umso mehr Geld abziehbar machen, je länger der Weg zur Arbeit ist. Er könnte nämlich auch sagen, wo man wohnt, wo man arbeitet, das ist eine Entscheidung der privaten Lebensgestaltung. Man kann ja auch in die Nähe der Arbeit ziehen oder man kann sich eine Arbeit am Wohnort suchen. Ne? Diese persönliche Entscheidung ist natürlich völlig legitim. Ja, wir wollen jetzt niemandem sagen, du musst dieses und jenes tun, es geht überhaupt nicht um Gängelei. Aber
Die Frage ist halt, ob man die Allgemeinheit dafür bezahlen lassen will, dass man zum Beispiel beim Wohnen richtig Geld spart, weil man auf dem Land wohnt, aber in der Stadt arbeitet. So, der Punkt ist, wir wollen gar nicht sagen, das muss man machen oder so muss man nicht machen, sondern die Tatsache, dass der Staat das macht, ist eine Subvention. Und es ist eine politische Entscheidung, so unfassbar viel Geld, 6 Milliarden Euro im Jahr rauszuhauen dafür, dass man den Leuten bei der Einkommensteuer entgegenkommt, nur weil sie zur Arbeit gehen. Und zwar erst recht und umso mehr und ganz besonders privilegiert, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt. Und das zweite Beispiel, wo das Autofahren in Deutschland substanziell begünstigt und subventioniert und privilegiert wird, ist das sogenannte Dienstwagenprivileg. Das kam ja auch oben zur Sprache, Stichwort Fahrtenbuch etc. Also mit dem Dienstwagen kann man nämlich Auto fahren und so richtig sparen. Also fangen wir mal an mit, ihr habt keinen Dienstwagen. Keinen Dienst. Genau. Wenn man sich sein Auto selbst kauft, dann muss man es natürlich auch selbst bezahlen. Wir haben jetzt mal für unser Rechenbeispiel ein Auto genommen, das 50.000 Euro kostet, so guter Mittelklassewagen. Ne? Wenn man also ein Auto für 50.000 Euro kauft, dann muss man selbstverständlich das Geld, das man dafür bezahlt, sofern man es verdient hat und nicht geerbt hat, vorher als Einkommen versteuern. Und das bedeutet, klar, je nach Steuertarif und so, dass bis zu 22.500 Euro anfallen auf diese 50.000 Euro, die man dann für sein Auto ausgeben will. Also die muss man sozusagen vorher erstmal zahlen, damit man sich für 50.000 Euro ein Auto kaufen kann. Wenn nun aber der Arbeitgeber seiner Arbeitnehmerin nicht diese 50.000 Euro auszahlt, von dem sie sich dann ein Auto kauft, sondern stattdessen das Auto einfach selber kauft und der Arbeitnehmerin kostenlos zur Verfügung stellt, dann sieht nach außen alles identisch aus. Man hat sein Auto auf dem Hof, man kann damit privat und beruflich rumfahren, aber nun bekommt man das Auto fast steuerfrei. Denn wenn euch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin so ein Auto hinstellt, dann müsst ihr nur 1% des Listenpreises dieses Autos im Monat für die mögliche private Nutzung quasi wie ein Einkommen versteuern. Also am Beispiel von diesem Auto, was wir eben genannt haben, sagen wir mal Listenpreis 50.000 Euro, sind das also nur 6.000 Euro, die ihr euch sozusagen anrechnen und zusätzlich versteuern müsst, weil ihr euren Dienstwagen auch privat nutzen könnt. Ja, also das heißt, für die private Nutzung muss man je nach Tarif maximal 2.700 Euro Steuern zahlen pro Jahr. Ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 3 Jahre zum Beispiel, so eine typische Nutzungsdauer von so einem Dienstwagen, dann zahlt man dafür 8.100 Euro Steuern, ja, für diesen Nutzungsvorteil, anstatt dass man sich diese 50.000 Euro fürs Auto auszahlen lässt und die dann ganz versteuert. Ne? Zum Mitschreiben, 8.100 Euro statt 22.500 Euro Einnahmen für den Staat in den ersten 3 Jahren, weil es das Dienstwagenprivileg gibt. Außerdem, das kommt noch dazu, ne, müsste man natürlich bei einem eigenen Auto das ganze Geld auf den Tisch legen. Man hat den Wertverlust, ja, das Ding ist halt nach, wenn du vom Hof fährst, vom Neuwagenhändler, ist es halt nur noch die Hälfte wert. So ich habe es nochmal recherchiert für die Sendung, also nach 3 Jahren ist der Wert um 25-50% gefallen, in den ersten 3 Jahren, das heißt die anderen 17 Jahre oder so, die man das Auto fahren kann, fährt man es dann relativ billig, aber in den ersten 3 Jahren ist der Wertverlust enorm, also mindestens 12.500-25.000 Euro. So. Und all das? Wertverlust, Geld auf den Tisch legen, Versteuerung, das führt natürlich dazu, dass die Leute im Zweifel sagen, nee, privat kaufe ich mir nicht ein Auto, schon gar nicht so ein SUV für 50.000 Euro. Im Zweifel aber dann auch gar kein Auto. So, weil es jetzt aber dieses Dienstwagenprivileg gibt und weil die private Nutzung solcher Dienstwagen so attraktiv ist, macht es das einfach attraktiver für viele, überhaupt ein Auto zu haben. Genau, da kann man natürlich sagen, ne, das ist ein bisschen eine schiefe Rechnung, die ihr macht, liebe Lage, ne? Denn die Arbeitnehmerin bekommt ja mit dem Dienstwagen auch nicht das ganze Auto, sie erwirbt kein Eigentum, sie darf es nur nutzen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, trotzdem ist natürlich so ein Nutzungsvorteil, den man hat durch so ein kostenlos gestelltes Auto, viel höher als nur 1% im Monat. Und um denselben Nutzen zu haben, müsste sie selbst eben wesentlich mehr Geld investieren, sprich ein Auto kaufen. Es bleibt also eine ganz enorme steuerliche Vergünstigung. So, und jetzt kam ja oben dieses Fahrtenbuchargument. Also das heißt, wenn das Argument war, ja, wenn es also diese Pauschale von 1%, bei Elektrowagen ist es ein bisschen weniger, was man halt vom Listenneupreis als quasi Einkommen versteuern muss, wenn man diesen Dienstwagen privat nutzen könnte. Ja, wenn man das nicht so pauschaliert mit 1% oder ein bisschen weniger bei Elektroautos, dann müssten Arbeitnehmende nach heutigem Steuerrecht ein Fahrtenbuch führen. Sie müssen also genau aufschreiben, ja, wie viel Kilometer bin ich denn jetzt privat mit meinem Dienstwagen gefahren und genau diese Kilometer dann eben privat als
quasi Einkommen versteuern. Genau, also nach heutigem Steuerrecht wäre das so, aber der Gesetzgeber muss ja überhaupt gar keine Steuervorteile zulassen fürs Autofahren, auch nicht mit Fahrtenbuch, sondern er könnte einfach sagen, ein Auto, das der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, muss mit dem kompletten monatlichen Wertverlust wie Arbeitslohn angerechnet werden. Das wäre zum einen total einfach zu berechnen, nämlich mit dieser Formel 25-50% kann man ja festlegen, kann man so einen degressiven Prozentsatz festlegen und das wäre jedenfalls über den Daumen mehr als das Doppelte. Und Fahrtenbuch müsste trotzdem niemand schreiben. Ja, und diese Mechanik der Argumentation, die gilt eigentlich für all diese Steuerfragen. Ja, man darf sich da nicht was rauspicken. Genau, man darf sich nicht rauspicken. Und ja, es kann auch sein, dass der Wertverlust beim privaten Kauf durch andere Regelungen irgendwie noch vermindert wird oder dass es hier und da noch die eine oder andere Fußnote gibt, die man berücksichtigen kann. Das Ding ist aber, und das ist das ganz, ganz Wichtige, alle diese Regelungen, wie wird steuerlich so ein privates Auto oder ein Dienstwagen behandelt? Die sind politisch gestaltbar. Das sind keine Naturgesetze. Das kann man so oder so machen. Und so wie diese ganze Steuergeschichte jetzt gestaltet ist für das Autofahren und den Dienstwagen, macht es Autofahren einfach wahnsinnig attraktiv und billig. So ist es einfach. So ist es einfach und das muss man sich einfach klar machen. Wie gesagt, da kann man jetzt, also gerade wenn man Expertin ist für Steuerrecht, natürlich sagen, aber liebe Lager, hier, diese und jene Sonderregelung habt ihr nicht mit drin. Uns ging es um das Bigger Picture und wir wollten auf diese Gestaltbarkeit hinweisen. Und um das vielleicht nochmal ganz deutlich zu sagen, wir haben die Situation von Menschen auf dem Lande im Blick. Das kennen wir schon, wenn wir über das Thema Autofahren reden, dann bekommen wir hinterher reichlich Meldungen bei uns im Lageforum. Ihr habt nicht auf dem Zettel, wir brauchen ein Auto. Und da kann man auch nur sagen, Philipp und ich sind beide auf einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Wir wissen sehr genau, wie das im ländlichen Raum aussieht. Wir wissen ganz genau, so wie der ländliche Raum heute organisiert ist, ist man vom Autofahren abhängig. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwas Erstrebenswertes. Es ist doch nicht toll, dass wir alle vom Auto abhängig sind. Und man muss einfach sehen, es gibt hier so einen schönen Teufelskreis. Ne? Der Staat macht die Menschen erst vom Auto abhängig, weil er zu wenig öffentlichen Nahverkehr bereitstellt. Und auf der anderen Seite dann, weil die Leute vom Autofahren abhängig geworden sind, pampert er sie dann so ein bisschen steuerrechtlich oder sogar ganz massiv steuerrechtlich, indem er alle möglichen Vorzüge gewährt und indem er sogar noch es Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen attraktiv macht, so ein Dienstwagenmodell irgendwie zu regeln. Und das ist aber ein Teufelskreis und den muss man halt einfach irgendwann durchbrechen. Und uns war es einfach nur wichtig zu zeigen, wie viel Geld das kostet, wie viel Steuern da reinfließen in dieses Modell. Also, ne, die Pauschale sagt wieder Umweltbundesamt auf Daten von 2018, ich habe da jetzt nochmal nachgefragt, die haben jetzt noch nichts Aktuelleres geliefert, aber das sind so die Zahlen, die da gerade aktuell sind. Also diese pauschale Besteuerung, 1% oder ein bisschen weniger für Elektroautos, für die private Nutzung von Dienstwagen, die bedeutet Steuerausfälle von über 3 Milliarden Euro pro Jahr. 3,1 Milliarden Euro. Ja. So wird das subventioniert. Und ich bin noch nicht mal sicher, ob in diesen Zahlen schon die Steuerverluste drin sind und die Steuerausfälle drin sind, weil natürlich auch die Arbeitgeberseite diese Kosten für die Dienstwagen ertragsmindernd angibt. Ne? Wenn du natürlich 50.000 Euro ausgibst, um diesen SUV für deine Mitarbeiterin zu kaufen, ist das mit Sicherheit auch irgendwie ertragswirksam. So, ne? Genau. Und natürlich ist es auch so, ne? Wenn man auf dem Land wohnt, ja, kann man sagen, der Teufelskreis, den du beschrieben hast. Natürlich kann man sagen, wir brauchen das Auto. Man kann aber auch sagen, ja, aber auf dem Land wohnen ist günstiger als in der Stadt. Also ist es durchaus zumutbar, ohne Steuervorteile mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Dann kann man sagen, gut, vielleicht sagen dann irgendwann auch, Stichwort Fachkräftemangel, die Arbeitgeber, Arbeitgeberin, okay, also wenn ihr auf dem Land wohnt, aber dann eure teure Fahrt bezahlen müsst, die ja jetzt nicht mehr steuerlich absetzbar ist, vielleicht schaffen wir dann Möglichkeiten, wo wir aus den Städten, wo vielleicht bisher der Arbeitsplatz ist, näher zu euch kommen. Und genau das passiert ja schon. Ich hörte neulich einen Podcast, da ging es eigentlich um Immobilienspekulationen in Berlin. Teurer Wohnen heißt der, glaube ich, sehr empfehlenswert übrigens vom RBB und Detektor FM. Und in diesem Podcast war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ich jetzt nicht nochmal nachgehört, unter anderem ein Thema, dass es jetzt schon Betriebe aus Berlin gibt, die in Umlandgemeinden, ich glaube im konkreten Fall war es Schönefeld oder so, sowas wie Coworking Spaces einrichten, die einfach sagen, ihr müsst nicht mehr immer nach Berlin reinpendeln. Ihr fahrt einfach jetzt nur mit dem Fahrrad die 5 Kilometer zu eurem Office, quasi auch auf dem Lande, und könnt dann von da remote arbeiten. Das weiß ich auch von einer großen NGO, Namen nenne ich jetzt nicht, aber kennt ihr alle, die ein großes Headquarter mit, glaube ich, 1000
1000 Arbeitsplätzen oder sowas in Berlin haben. Und die haben auch jetzt im Rahmen von Corona mindestens angefangen, ernsthaft drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das schon umgesetzt ist, aber eben genau das zu machen für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus ganz Berlin, halt in Berlin so genau Coworking Spaces anzurichten. Ihr wohnt in Königs Wusterhausen. Ja, okay, dann machen wir halt da unten. Irgendwie mieten wir ein nettes Büro an. Ja. Da könnt ihr euch mit den Leuten, die aus der Region kommen, mit den 3, 4, 5, 10 treffen. Und ihr kommt dann halt einmal im Monat oder so ins Headquarter in die City. Deswegen, ne, also was wir nochmal deutlich machen wollten, ist, dieser Beitrag ist kein Autobashing, sondern uns ging es darum zu sagen, so unfassbar viel Geld investieren wir als staatliche Gemeinschaft in das Subventionieren dieses ganzen Automodells. Billiger machen des Automodells. In das billiger machen des Automodells. Und das war quasi die Einladung, mal darüber nachzudenken, nicht nur, ich bin doch auf mein Auto angewiesen, sondern so einen Schritt weiter zurückzutreten und zu sagen, warum bist du denn auf dein Auto angewiesen? Und vielleicht können wir einfach unser gesellschaftliches Lebensmodell ein bisschen so umgestalten, dass man weniger auf sein Auto angewiesen ist. Eben zum Beispiel dadurch, dass man Arbeitswege verkürzt, dass man remote arbeitet, dass man Coworking Spaces auf dem Land einrichtet und dass man selbstverständlich auch den öffentlichen Personennahverkehr umgestaltet. Ne, wenn ich mir das hier so angucke, allein 3 Milliarden für die Dienstwagen, da könnte man aber eine ganze Menge machen, um das 49-Euro-Ticket vielleicht wieder auf 29 zu bringen und oder einfach in diesem sogenannten Regionalisierungsmitteln den Ländern mehr Geld zu geben, damit sie bessere Busverbindungen kaufen können. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare im Forum dazu. talk.lagedernation.org ist der Weg, um uns Feedback zu geben, auch Themenvorschläge zu machen. Bitte alles dort entlang. Und das war's in dieser Woche. Die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch ein paar Denkanstöße gegeben, was wir hier diskutiert haben. Habt noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bis bald. Bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Auf Wiederhören.